Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Ja, Goodbye Deponia. Ich wundere mich immer über den Titel, aber ich bin über die drei Titel verwirrt. Es ist gerade mitten in der Nacht. Ich kann mal gucken, wie spät das hier gerade ist. Warte mal. Schwierig. Es ist 3.22 Uhr an einem wunderschönen Freitag, dem 8. November. Oh, Zwischenstartum. Ist egal. Spielen wir weiter. Kennt ihr das, wenn man so... Also ich bin jetzt mitten in der Nacht aufgewacht. Ach ja, wir sind ja Klitus. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Warte mal, Zimmertür. Ah, wir haben hier den Zimmerschlüssel. Da kann ich mich noch dran erinnern. König der Einbrecher, König der Zweibrecher, König der, was kommt dann, der ganzen anderen Brecher. Rufus. Right. Wir gehen einfach mal rein und fragen nicht, weil man muss bei Rufus nicht alles nachkommen. Endlich. Jetzt schnell. Jetzt schnell. Zack. Los. Wenn das mal keine näher kommenden Schritte sind. Verdammt. Das ist Klitus. Ich sollte mir langsam ein Versteck suchen. Boah, noch ein bisschen von diesem Fraß und ich hätte mir die Zähne putzen müssen. Es war ja klar, dass an einem solchen Ort niemand kochen kann. Gut, dass ich meine Champagnerkugeln mitgenommen habe, sonst würde ich glatt verhungern. Willst du... Ich hoffe mal, die Aufnahme läuft weiter. Klitus würde mich bemerken. Wir müssen jetzt mal gucken. Hier ist ein Loch im Rohr. Dahinter zischt ein heftiger Luftzug nach oben. Ich schätze mal, es gehört zur Klimaanlage. Okay, ich hoffe mal, wie gesagt, die Aufnahme läuft noch, weil hier gerade hat sich gerade Java Auto Updater gemeldet. Können wir da mal reingucken? Dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch. Ja, ja. Ich. Keine Zeit. Ab jetzt. Okay. Wo ist eigentlich der Staub hin? Ach, egal. Das Zeug bleibt ein... Mottenkugeln. Teppichreiniger. Wir versuchen das gerade mal zu kombinieren. Warum auch immer. Dieser Teppichreiniger eignet sich auch für chemische Experimente. Okay, wir nehmen einfach mal die Mottenkugel. Warte mal. Noch nicht. Ich sollte ihm vorher ein... Teppichreiniger. Das Zeug... Ja... Der braucht schon Werkzeug. Ganz schön. Ach so, okay. Lösen wir gerade mal die Mutter. Zahncreme. Zahncreme. Hey. Können wir die gerade austauschen? Das wird keinen großen... Ich habe sie aus... Vermutlich. Vermutlich, okay. Weiter können wir hier auch gerade nichts machen. So, mal zurück. Haben wir ihm jetzt eine Falle... Keine Chance. Klitus wird... Haben wir ihm jetzt eine Falle gestellt? Noch nicht. Ich sollte... Ja, hab ich doch aber... Falle stellen. Das Letzte, was ich hier brauche... Dieser Teppich rein und Fisch. Ich habe keinen Plan. Also, wir gehen mal die Möglichkeiten durch. Wir haben hier einen Spiegel. Okay, den können wir aufmachen. Da können wir... Okay. Nennen wir das mal Plan Z und arbeiten uns langsam vor. Tipp nichts. Teppich und teppichartigen Textilien. Ja, war der Samsebosen an der Fassade so. Und? Na, das ist ja mal interessant. Zahnpasta. Aha. Gucken wir mal. Laut Warnhinweis dürfte das eine interessante chemische Reaktion ergeben. Oh, Junge. Das wird super. Hm? Wie jetzt? Kein Zischen? Keine Explosion? Naja, wenigstens richtig gut. Irgendwie nach Blumen, Kommen, Schummen, Blumen, so. Haben wir es jetzt, ja, haben wir. Dann versuchen wir mal hier Mottenkugel, ne? Was auch immer...
Oh nein. Oh nein. Bei anderen schmecken noch keine Champagnerkugeln. Ich muss mir die Zähne putzen. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Oh Gott. Mehr Champagner. Oh Gott. Das Zeug hätte doch längst wirken müssen. Oh nein, die Gödel haben die Zahnpasta vertauscht beim Vertauschen. Ich hab mich quasi vertauschen, die tauscht. Und jetzt? Gute Frage. Wir sind... Als ob der uns nicht bemerken. Was? Hallo? Okay. Was tut man nicht, alles in die Welt zu rennen? Offenbar Zähneputz. Rufus muss Klee das Spiegelbild spielen und mit Hilfe seiner unschlagbaren Imitation können die Zahnputzbewegungen seines Doppelgängers nachahmen. Der Pfeil unten rechts hilft ihm dabei ebenso wie es Verdacht um Meter. Okay. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das war ein geiles Minispiel. Okay. Vielleicht hätte ich mir mal selber nicht so viel auf die Bürste hauen sollen. Was zum... Jetzt beide bewusstlos? War ich das etwa? Muss wohl. Selbst ohnmächtig bin ich noch eine Geheimwaffe. Oh oh. Herr Kletus, sind Sie da? Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Worum geht's denn? Ich benötige die Geldtasche. Ich muss eine Anzahlung auf die Zimmer leisten. Kein Problem. Kein Problem. Die war's, oder? Hier. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Sehr wohl. Bitte sag mir, ich habe ihm die richtige Tasche gegeben. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen. Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen. Rufus, du machst echt das Unmögliche möglich. Endlich habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich? Porzellan? Ja. Verdammt. Dieser vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Ich kann doch eigentlich nicht wahr sein. Können wir hier noch irgendwas machen? Waschlappen, die auf dem Boden liegen, räumt der Zimmerservice weg. Na, da hat er mal recht. Spiegel? Hallo, schöner Mann. Kommst du öfter her? Rohr, ja, wir gehen mal raus. Hier können wir nämlich nichts mehr machen. Rezeption. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Kletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, ist es möglich? Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber... Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert.
Huch! Na, das ging aber schnell. Battenbart, was ist hier los? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Oh Gott. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Such jetzt die Tasche, Alter. Mann. Na, wer sagt's denn? Ein Plasma-Austausch-Fluppe-die-Wupp. Mammutfellrele. Ich werd's mal lieber drin lassen. Nicht, dass es mir auf den letzten Metern noch abhanden kommt. Das wäre schlecht. Wir gehen mal zu Doc. Oh. Hey Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch. Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell, was? Tja, ulkige Geschichte. Also das ist doch... Ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Bozo? Naja, wir dachten, Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst. Es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne? Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Er ist, Wo ist er hin? Oh. Vorwärts, aber Dalli! Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Oh oh. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Oh oh. Es tut mir leid. Doc und Bozo haben... Oh. Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Oh oh. Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Goal. Weg hier. Pulsader-Ragu. Hey, halt! What? Stehen geblieben! What? Und jetzt alle zu dem Geistertypen rein? Was? Wir müssen Cletus loswerden. Da sagst du was. Ist in Arbeit. Pulsader-Ragu! Nein! Nicht doch! Das ist eine Verwechslung! Okay. Cool, was machst du denn hier? Oh oh. Hey, komm zurück. Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Was? Jetzt rennen die hier alle durcheinander. Oh Gott. Okay. Dass ich Cletus und Donner auf dem Gang begegnen, ist jetzt nicht dein Ernst, Alter. Wir gehen erstmal hier runter. Stopp! Scheiße. Ich feiere das gerade. Hallo, Goal. Hallo, Cletus. Nein, doch nicht. Das ist doch... Du wagst es, meine Kleidung zu stehlen? Na, warte. Nein, stopp. Ich... Hilfe. Hey, warte. Komm sofort zurück, du Memme. Scheiße. Okay, hier bin ich. Wenn ich hier reingehe. Wo ist denn Ihre Verlobte jetzt schon wieder?
Wenn ich das wüsste. Da ist sie doch drin. Oder? Wir müssen Cletus loswerden. Ist in Arbeit. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Hallo. Wo ist denn Ihre Verlobte jetzt schon wieder? Das wüsste ich auch gern. Freundin, die muss da unten sein. Wunderbar. Jetzt geht die da. Oh Gott. Wir müssen eigentlich Folgenende machen, aber naja. Ah. Hab ich dich? Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Meuchelt den Heuchler! Hi-ya! Aber meine Dame! Da sind sie ja endlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, sie muss die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unsere Abreise ja nichts mehr im Wege. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Tarnung auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut. Wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Versprochen. Wohlan, guter Mann. Dann lasset uns zurück zu ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Das macht er gar nicht so schlecht. Stimmt.